Leuchtet denn da so eine Kerze? Okay. Warum zum Vergessen wird Gorn von Daedra belagert? Abenteurerin, wir sollten Draenis finden. Schnell! Einmal mehr möchte ein übereifriger Schüler von meinen Mühen profitieren. Möchtet ihr vielleicht ein wenig Pilztee? Jo, nee. Möchte dahin? So, Brudi. Besucher, gerade als ich anfing, mich einsam zu fühlen. Zwei verfädete Legionen Daedra sind äußerst schlechte Gesellschaft. Dieser Wurm hinter euch sieht nach einem der Givins aus. Die arrogant hochgezogenen Lippen verraten ihn. Aber ihr seid kann ich verstehen. Ein frisches Gesicht. Was kann ich für euch tun? Garalo Givin ist interessiert an eurer Forschung zur Portalmagie. Er bat mich, ihm zu helfen. Das hat er also getan? Nun, die meisten Telvanni wollen von den Besten stehlen. Aber es war ein Fehler, von Garalo nach Gorne zu kommen. Kennt ihr denn nicht den Kinderheim? Nein. Zwei Bantamgoas in eines Alitbau. Sie kamen in einem Stück und verließen ihn in 10. Au. Ihr solltet besser umkehren. Oh Gott. Wärt ihr bereit, eure Forschung mit Garalo zu teilen? Ihr könnt gern meine Aufzeichnungen haben. Sie sind hier überall verteilt. Na toll. Wenn ihr sie einsammeln wollt, dann schaut nach dem Leuchten. Diesen kleinen Zauber habe ich mir gegönnt, für den Fall, dass ich sie finden muss. Und es sieht so hübsch aus. Aber das könnte meinen neuen Freunden von den Schauderinseln missfallen. Freunde von den Schauderinseln? Was meinst du damit? Meine Gabe für Teleportationsmagie ist genau das. Eine Gabe. Geschenkt von einem Daedra aus Shiogorats Ebene. Oh nie. Als Gegenleistung dürfen er und ein paar Legionen seiner Freunde sich hier an den kranken Geistern der wahnsinnigen Magier des Irrenhauses ergötzen. Wo genau finden wir eure Aufzeichnungen? Oh, meine Aufzeichnungen haben vermutlich Strahds Leutnants. Die mögen es, wie sich meine Gedanken auf der Seite entwirren. Mhm. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Mhm. Aber lasst mich euch zwei weise Worte mitgeben. Nummer 1. Das, was Garalo will, ist den Preis nicht wert. Und Nummer 2. Blähungen. Okay. Ich weiß nicht, ob... Ha. Warum sind hier Daedra? Ihr seid nicht sonderlich gut im Zuhören, was? Putzig. Gorne ist ein Irrenhaus für die geistig Instabilen, sofern ihr sterblich seid. Für Daedra, die sich dem Prinzen des Wahnsinns verschrieben haben, ist es eine gedeckte Tafel. Ja. Ein opulentes Festmahl, das darauf wartet, verzehrt zu werden. Ja, macht Sinn. Diese Daedra laben sich also am Wahnsinn? Sie laben sich daran, baden darin, wie immer man es sehen möchte. Aber ja, sie stillen ihren Appetit an den Insassen hier. Und auch an mir. Dafür hat Strahd schon gesorgt. Allerdings glänzen natürlich nicht alle von ihnen mit Tischmanieren. Sie sind miteinander verfädet. Was meinst du damit, dass sie miteinander verfädet sind? Ihr wisst ja, wie das bei ewigen Wesen läuft. Er hat mir den Gefangenen gestohlen. Ja. Sie hat meinen Vasallen ausgeweidet. Ja, ich verstehe. Eine Verkörperung der Manie meines Fürsten.
Sie ist ein Avatar von Sheogorats Demenz. Und dann werden die Klingen gezückt. Ja, ich verstehe. Ziemlich anstrengend, wenn ihr mich fragt. Ihr habt Strahd erwähnt. Wer ist Strahd? Mein Gönner. Der kleine Finger der rechten Hand Sheogorats. Des Fürsten des Wahnsinns. Mein ganzes Können im Bereich der Teleportationsmagie habe ich Strahd zu verdanken. Er lehrte mich, mein Gehirn auf genau die richtige Weise zu martern. Das heißt, Strahd ist die Quelle deiner Macht? Oh nein. Die Forschungsarbeiten auf dem Feld der Teleportation habe ich schon selbst durchgeführt. Er hat mich nur auf den richtigen Pfad gelenkt. Er gab mir ein kleines Hilfsmittel, das mir diesen Weg erleuchtete. Aber genug jetzt von Strahds Geheimnissen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann lest meine Aufzeichnungen. Alles klar. Viel Glück. Ich wünsche euch einen schmerzlosen Tod. Ich weiß auch noch nicht, Schatzi. Draenis war nicht ganz das, was ich erwartet hätte. Ihn schien der wahre Dedra-Krieg, der hinter ihm tobte, nicht im geringsten zu tangieren. Dennoch sind wir wegen Forschungsunterlagen hier, nicht wegen Dedra. Je schneller wir sie finden, desto besser. Alles klar, was hast du denn erwartet? Einen großen Magier. Vielleicht sogar einen Telvanni-Meister. Wir reden hier von Sheogorats rechter Hand. Beweis stellt, was denkst du, was passiert? Daran, ob man seinen Titel noch verdient hat. Und Draenis ist schon eine Ewigkeit hier auf Gorne. Ja, was erklärt, dass er selber ein bisschen Meschugge geworden ist, weil Sheogorat selber Meschugge ist und Sheogorats rechte Hand wahrscheinlich genauso Meschugge ist. Sag mal. Offenbar bist du nicht der Erste, der nach seiner Forschung sucht. Vielleicht nicht der Erste, der sucht, aber ich habe vor, der Erste zu sein, der sie findet. Sobald wir die Unterlagen haben, können wir Draenis seinen Pilztees überlassen. Seht euch in der Umgebung des Anwesens um. Ich gehe zum Herrenhaus im Herzen der Anlage. Dort treffen wir uns. Alles klar, wir fangen dann mal an. Uff. Oh yeah. Was für eine Eiche habe ich da gefunden? Benutzt 25 verlorene Eicheln, um die Errungenschaft große Eichen aus kleinen Eicheln und des Grateichen-Einhorn als Begleiter freizuschalten. Okay. Hier kann man Eicheln sammeln. Ist okay. Oh yeah. Ich liebe dieses Buch sehr. Oh no! Das habe ich nicht erwartet. Aber es ist auch der Boss, okay. Das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich nicht realisiert, dass der Boss ist. Huch. Moment, ich habe aus Versehen die Kamera verschoben, die mich trackt. So. Ihr seid wirklich töricht.
den Schoßtieren sicher. Oh Gott. Das wird nichts. Hier müssen wir rein, wenn ich ausgelevelt bin. Ah! Let go! Let me go! Oh. Oh. So. Gehen wir jetzt einfach in die Richtung, sammeln die Sachen ein und dann gehen wir wieder. Natürlich liegen die Sachen halt auch bei einem Boss, ne? Ja, okay, die Quest müssen wir wann anders machen. Wurde angehuiet von meiner Mama. Okay. Alles klar. Ne, hier kriegen wir noch zu doll aufs Fressbrett. Das ist nicht gut. Gut, aber dann gehen wir jetzt hier noch hin. Huch. Da unten. Hier in das Dings noch rein. Wo sind all die Arbeiter? Ihr da, arbeitet ihr hier? Als Notarin des Quarma-Konsortiums von Necrom verlange ich eine Erklärung dafür, dass die Produktion eingestellt wurde. Ist euch bewusst, welchen irreparablen Schaden dies unserem Ansehen zufügt? Nein, ich arbeite nicht hier. Das wird dem Konsortium nicht gefallen. Verzeiht, Reisende. Das war etwas forsch von mir. Ich bin eine Inspektorin, die sich die Ankereiermine ansehen soll. Mhm. Seit deren letzter Lieferung sind ein paar Tage vergangen. Und meine Vorgesetzten werden langsam unruhig. Alles klar. Wir haben euch ganz allein zu dieser Inspektion hier losgeschickt. Bitte, das ist nicht der erste Arbeiterstreik, den ich verhandle. Moment. Ihr meint doch nicht, dass hier etwas Gefährliches vorgefallen ist, oder? Nun, ich habe ein Spesenkonto für diesen Auftrag. Könnte ich euch für den Zeitraum meiner Inspektion als Leibwache anheuern? Ich kann euch auf dem Weg durch die Mine begleiten. Ich muss euch darüber in Kenntnis setzen, dass ihr als Vertragspartner des Quarma-Konsortiums an höchste Verhaltensstandards gebunden seid. Aber wenn ich etwas persönlich hinzufügen darf, danke. Nun werden wir die Pferche inspizieren, mit dem Aufseher sprechen und die Königin besuchen müssen. Alles klar. Quarma-Königinnen sind evil. Ich will das, glaube ich, gar nicht. Auch Morrowind geschädigt, by the way. Oh, beim Grün. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, hier ist was Ja, die sind nur böse, wenn... Wenn Dings halt... Ew. Dort unten! Bitte, helft uns! Da ist noch jemand am Leben? Beeilen wir uns! Na, ihr seid ja ein willkommener Anblick. Bitte, sagt mir, dass der Weg nach draußen frei ist. Langsam verlieren wir jede Hoffnung, hier heil rauszukommen.
Ich begleite Kinidad eine Inspektion des Konsortiums. Inspektorin des Konsortiums, wer seid ihr? Bei Schurs Knochen. Ich bitte um Hilfe und sie schicken mir eine Inspektorin? Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Mine mehr, die man inspizieren könnte. Ich bin Aufseher Ulfengar. Die Eierpfleger hinter mir sind Malsa und Barlok. Wir sind dem Qarma kaum entkommen, ganz zu schweigen von den Kultisten. Moment, habt ihr gerade Kultisten gesagt? Kultisten? Jetzt ernsthaft? Ja, ich habe vor Tagen schon um zusätzliche Wachen gebeten. Zuerst sahen wir sie nur in der Mine herumschleichen, aber jetzt sind sie irgendwo bei der Brutstätte. Oh nein. Sie haben die Qarma angestachelt. Und ich befürchte, dass sie versuchen könnten, das Gelege zu vergiften. Gibt es noch mehr Überlebende? Vom Mesa ging die südliche Rampe hinunter, um nach Überlebenden zu suchen. Und Eierpfleger Gine wollte die südöstlichen Gänge nach einem Ausweg erkunden. Ich blieb hier mit Malsa und Barlok. Wenn da draußen sonst noch jemand lebt, dann wisst ihr das besser als ich. Vom Mesa ist tot, wir werden nach Gine suchen. Oh, vom Mesa. Sie war hart wie Stahl und doppelt so schneidig. Wenn sie es nicht geschafft hat, ist das kein gutes Omen für uns anderen. Könnt ihr nach Gine suchen? Er wollte zur Versorgungshülle gehen. Sie ist nicht weit von hier. Ihr meintet, dass die Kultisten das Gelege Einem vergiften wollen. Eierträger. Gine, fehl auf, dass junge Qarma mit grünem Schleim in ihre Pfeiche zurückkehrten. Juhu. Später bemerkten wir, dass Kultisten herumschlichen. Wie könnte man ein Gelege besser vergiften, als die Jungtiere zu verseuchen? Aber da muss mehr dahinter stecken. Warum sagt ihr das? Es gibt jede Menge anderer Minen auf der Halbinsel. Diese Brut hier zu töten, wäre für das Konsortium lediglich lästig. Und doch marschieren die Kultisten hier in voller Zahl auf. Sie planen garantiert mehr. Aber ich muss mich um die Minenarbeiter kümmern. Alles klar. Dann, ich kümmere mich darum. Anhand meiner Aufzeichnungen würde ich sagen, dass das Gine war einer der leitenden Eierträger. Nein, wunderschönen guten Morgen. Hallo, Bee. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie ist der da hochgekommen? So. Weit geht's mir gut, hab mal ein bisschen frei. Höhö, das ist voll gut. Wir müssen auch noch bequatschen wegen. Wir wollten uns doch im Juni treffen. Mal wieder. Müssen wir noch mal bequatschen. Hoffe, dir geht es auch gut. Ja, bei mir ist alles tutti. Danke, danke. Guck mal, die neue Klasse ist voll toll. Verprügeln Leute mit dem Buch. Und Runen. Aufgepasst, Eierträger. Behaltet die Skripts besser im Auge. Viele der Kleinen wandern in die älteren Teile der Mine und kehren von grünem Schleim überzogen zurück. Könnte eine Art Schimmel sein oder irgendetwas, das von der Oberfläche heruntertropft, aber es macht sie aggressiv. Ich wurde schon zweimal von ansonsten friedfertigen Skripts gebissen. Auch wenn es dem Konsortium nicht gefallen wird, werden wir womöglich die Produktion einstellen müssen, bis wir wissen, woher dieses grüne Sekret kommt. Das Letzte, was wir jetzt brauchen können, ist eine Krankheit in der Mine. Aufseher Ulfengar. Grüner Eiter. Könnte das die Ursache ja, sein? Wir würden es wirklich vergessen sonst. Wir würden es sonst wirklich vergessen, da hast du recht. Ja, ich habe gesehen, dass es was Neues gibt, wusste jetzt aber nicht genau was. Ach so, ja, Arkanist. Ich musste erstmal, ich habe schon vergessen, worum es ging.
Eine neue Klasse und eine neue Map. Wir müssen hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann hier unten lang. Wer sind diese Leute? Und was machen sie mit dieser Mine? Wo siehst du hier Leute? Ich sehe hier keine Leute. Weil der alle gekillt hat, alles klar, ich verstehe. Oh, geil. Richtige Kultisten im Sinne von Nekromanten. Geil. Lieb's. Oh yeah. Oh yeah. Buchprügelei. 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 Lieb's. Und Runen verprügeln. Ja, natürlich steckt da ein Agonia hinter. Was auch sonst. Ah. Und schon wieder eine Spur. Heute ist echt Spurenglück, das ist voll geil. Irreparablen Schaden zugefügt. Aber immerhin habt ihr euch um ihren Anführer gekümmert. Danke. Ja, dafür nicht. Was haben sie ihr angetan? Diese Mine ist tot um ihre Königin. Vielleicht können wir ja noch ihre Duftstoffdrüse retten. Das ist das Einzige, was uns noch beim Wiederaufbau helfen könnte. Danke. Jo. Möglicherweise kann das Konsortium damit den Stock wieder aufbauen. Das arme Ding. Oh, die haben die... Gehen wir nach draußen. Der Aufseher und die anderen sollten es mittlerweile hinausgeschafft haben. Wir haben die Königin komplett zerhackstückelt. Oh Mann. So, wir holen jetzt noch die Himmelsscherbe und dann sind wir hier drin fertig. Friss die Bücher! Wenn sich immer kurz darum gekümmert wird, dass eine Königin gekillt wurde, aber vergiss ja nie, das wichtige Innenleben herauszunehmen. Ja, ehrlich! Oh yeah. Ich liebe die Buchverprügelei. Das macht so Spaß. Und ist lustig. Friss mein Buch. Du auch. Friss mein Buch. Hehe. Nee, wir müssen hier hoch. Und dann da rum. Ach ja, und hier noch ein, zwei Viechers killen. Rang C bei leichter Rüstung. Nice. Ihh, Schleimies. Hat komische Geräusche gemacht, das Vieh.
Oh yeah, Himmelscherbe. Lieb. Miau. Ja gut, das war sogar eine gute Abkürzung dann zum Rauslaufen. Perfekt. Perfektrino. Ja, B. Dann schreib mir doch mal, wann du kannst, diesen Monat. Schreib mir mal bei WhatsApp, wann du kannst. Aufseher, ich bin froh, dass ihr es hinausgeschafft habt. Mit eurem Fachwissen und der Duftstoffdrüse der Königin können wir die Mine im Nu wieder öffnen? Die Mine wieder öffnen? Nachdem das Konsortium uns dem Tod überlassen wollte? Nach Sofengarde mit dieser Mine. Ihr habt die Drüse der Königin. Öffnet die Mine doch selbst wieder. Wir ja, ehrlich. Gehen. Ulfengar, bitte überlegt es euch doch. Ulfengar? Meine Freundin, könntet ihr mit dem Aufseher sprechen? Ohne diese Mine werden die Bewohner von Nekrom verhungern. Ich glaube nicht, dass ohne diese Mine die Bewohner von Nekrom verhungern würden. Aber okay, ich rede mit dem. Da ich war, Klein B. Wenn Syndiat hier reinmarschiert und dabei umgekommen wäre, wie lange hätte es gedauert, bis das Konsortium noch jemanden schickt, um nach uns zu sehen? Einen Tag? Eine Woche? Wir hatten Glück, dass jemand wie ihr in der Nähe war. Ich danke euch, meine Freundin, von ganzem Herzen. Das war kein Miauen, das war ein Hui! Ihr wollt also wirklich von hier weggehen? Kinidad ist der Ansicht, dass diese Mine ohne eure Hilfe dem Untergang geweiht ist. Das war sie von dem Augenblick an, in dem diese Konsortium-Hawker meine Briefe ignorierten. Meint Syndiat wirklich, dass die Drüse einer Königin und ein wenig harte Arbeit reichen werden, um hier wieder alles ins Lot zu bekommen? Ihr habt gesehen, was diese Kultisten taten. Dieser Ort hier ist verseucht. Er ist am Ende. Ja, du bist nicht die Erste, die findet, dass das wie Miau klingt. Das Konsortium wird versuchen, die Mine neu zu eröffnen. Meint ihr wirklich, dass sie das sicher hinbekommen ohne euch als Aufseher? Dann ist das wohl meine Bürde. Bei Shores Knochen, diese Mistkerle sind so gierig, dass sie das tatsächlich riskieren würden, nicht wahr? Mit einer frischen Königinnendrüse. Ah, nein. Wir bräuchten eine Armee von Eierträgern, Alchemisten, eine voll ausgestattete Garnison. Dem würde das Konsortium nie zustimmen. Hier, nehmt die Königin und formuliert eure Forderung. Kini wird dafür sorgen, dass das Konsortium zur Vernunft kommt. Nun, das werden wir wohl herausfinden. Ja. Gib mir die Drüse und sagt Syndiat, dass wir bleiben, wenn das Konsortium alle Mitarbeiter und Ressourcen bereitstellt, die ich brauche. Sobald sie auch nur ansatzweise geizen, gehe ich. Und ich werde Malsa und Barlok mitnehmen. Nekrom sei verdammt. Alles klar. Das klang eigentlich, als sei es gut gelaufen. Bitte sagt mir, dass ihr gute Neuigkeiten habt. Ich brauche dringend etwas, das diesen Bericht an meine Vorgesetzten im Konsortium ein wenig leichter verdaulich macht. Ulfengar sagt, dass sie bleiben werden, aber nur, wenn das Konsortium seine Bedingungen erfüllt und die Mine säubert. Oh, vertraut mir. Ich werde dafür sorgen, dass das Konsortium das Richtige tut. Sie schicken eine Inspektorin anstatt Soldaten? Unglaublich. Die Sicherheit der Bewohner von Nekrom ist meine oberste Priorität. Nehmt meinen Dank und alles, was ich euch schulde. Ja, danke fürs Gold, danke für die Stiefel, bye bye. Hallo Chris, hi hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich guck mal ganz kurz auf mein Handy, Rino. Der erste von vielen.